nicht dein Ernst jetzt, oder? Bah! Ich beschäftige mich heute mal mit einem Thema, das mich schon seit der frühesten Kindheit sehr, sehr belustigt. Entweder man ist so dieser Humortyp oder eben nicht. Ich liebe Pipi-Kaka-Humor und deswegen liebe ich auch schon das Wort an sich, nämlich Furzen. Der Furz. Das Wort ist schon so toll. Lasst es euch nochmal auf der Zunge zergehen. Furz. Der Furz. Der Furz. Schon alleine, wenn ich Furz höre, wenn nicht mal das Geräusch, sondern einfach nur das Wort Furz, werde ich irgendwie belustigt. Ich weiß nicht, geht's euch genauso? Ich kann mich da jedes Mal kaputt lachen. Und wenn dann auch wirklich noch jemand einen fahren lässt, dann ist ganz um mich geschehen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das eben total witzig. Frauen machen das ja sowieso nicht. Also ich habe das auch noch nie gemacht. Noch niemals. Das machen ja eher Männer. Auf jeden Fall dachte ich, beschäftige mich mal mit dem Thema, denn es gibt ein paar Dinge, die ihr vielleicht noch nicht wisst übers Furzen. Und weil ich mich so gerne mit diesem Wort, mit dieser physischen Art des Luftentlassens, auch genannt Flatulenz. Oh, ich habe heute aber ganz starke Flatulenzen. Dachte ich, ich erzähle euch da mal ein bisschen was. Wissenschaftler einer englischen Universität haben nämlich herausgefunden, dass Furzen gesund ist. Es gibt da auch so ein Sprichwort, warte mal. Wenn's Ärschel brummt, ist es herzlich gesund. Kennt ihr den Spruch oder gibt es den nur bei uns in der Region im Dialekt? Das heißt, solange man furzen kann, geht es im Herz gut. Aber es geht gar nicht darum, dass der Furz gesund ist, sondern es geht darum, dass die Leute, die den Furz, die Furzgase, ich möchte heute so oft Furz in diesem Video sagen, wie nur möglich, die Personen, die Furzgase einatmen, für die ist es nämlich gesund. Mhm. Rülpsen mag ich auch, aber... Und ich kann es nicht absichtlich. Leute, ich habe so lange versucht zu lernen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ich es lernen kann. Ich habe es wirklich in meiner Kindheit, in meiner Jugend und jetzt im späten Alter habe ich es auch noch versucht. Aber ich kann einfach nicht mit Absicht rülpsen und ich möchte es so gerne können. Aber kommen wir zurück zum Thema, nämlich dem Furz. Früher bekannt unter der Bezeichnung Leibwind. Schöne Verbildlichung, oder? Vielleicht ein bisschen was zum Klugscheißen, wo wir schon hier bei dem Thema sind. Und zwar, warum gibt es überhaupt Fürze? Warum gibt es solche lustigen Geräusche aus der anderen Öffnung? Warum gibt es das? Es ist so, dass beim Verdauungsvorgang nämlich bestimmte Darmgase entstehen. Der Verdauungsvorgang kann bis zu 42 Stunden dauern. Das heißt, wenn ihr was esst, dauert es bis zu 42 Stunden, bis das dann da abgearbeitet ist und so ein bisschen dann wieder hinten rauskommt. Auch da, ne? Dabei entstehen Gase. Und das Krasse ist, habe ich nämlich nachgelesen, dass gewisse Gase sogar über die Lunge abtransportiert werden. Das heißt, eigentlich furzt man auch sozusagen aus dem... Ne, wisst ihr? Furze ich jetzt aus dem Mund, oder? Vielleicht ist ja ein Rülps ein Furz aus dem Mund. Auf jeden Fall ist es normal, dass diese Gase über die Lunge abtransportiert werden. Und dieser Überschuss, zum Beispiel bei bestimmten Lebensmitteln, die wir konsumieren, wie Zwiebeln oder... Käse und so, ne? Ihr wisst ja, wenn es hier ordentlich rund geht hinten. Das ist dann ein Überschuss, der dann eben per Flatulenz, per, Achtung, Furz wieder rauskommt. Woraus besteht denn so ein Furz überhaupt? Wasserstoff, aus Kohlenstoffdioxid, aus Methan, aus Stickstoff und aus Schwefelverbindungen. Und Schwefel, ne? Erinnert euch mal an den Chemieunterricht. Hoho! Ja, und wie ihr wisst, sind einige Stoffe davon brennbar. Und deswegen erzähle ich euch noch eine Geschichte, die wirklich so geschehen ist auf meiner Abschlussfahrt damals. Da war ich mit meiner Abschlussklasse in Berlin. Und dann waren wir so abends bei uns auf dem Zimmer, Halligalli. Und irgendein Idiot hat sich auf mein Handy gesetzt und hat dann bei meinem Papa auf der Arbeit angerufen. Da ging natürlich die Mailbox dran, weil es war abends oder nachts. Und mein Papa rief mich am nächsten Tag an und fragte, was war denn da? Was habt ihr denn da gemacht? Von wegen, hol mal das Feuerzeug und gleich kommt einer. Und ich dachte mir so, hä? Woher weiß der das denn? Und dann war das tatsächlich, dass da so ein Heini bei uns aus der Klasse wirklich uns zeigen wollte, dass Furze brennen können. Also das kennt ihr bestimmt auch, wenn man sich ein Feuerzeug... Es ist keine Aufforderung, das nachzumachen, aber davon habt ihr bestimmt schon gehört. Und das Lustige war wirklich, dass mein Papa diese ganze Prozedur auf der Mailbox hatte. Auf der Arbeit.
Um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, dass Pfütze gesund sein sollen. Es ist ja so, dass Schwefelwasserstoff in großen Mengen sehr, sehr schädlich ist, aber in kleinen Mengen hat sich herausgestellt, dass es nützlich sein kann. Denn wenn Zellen durch eine Belastung, wie zum Beispiel eine Krankheit oder so, angegriffen sind, dann kann dieser Schwefelwasserstoff dazu führen, dass diese Zellen geschützt werden und weiter ihre Arbeit leisten können. Und deswegen sind Pfütze gesund. Der Furz ist gesund. Für diejenigen, die ihn einatmen. Naja, ich finde es wirklich, ich finde es einen sehr, sehr witzigen Fakt. Und ich glaube, ich lebe sehr, 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 sehr gesund. Nicht, weil, ne, weil Frauen machen das gar nicht. Aber Mia Mops furzt mich ja ständig zu. Mia Mops kann ordentlich. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ihr diesen Furzhumor genauso witzig findet wie ich, dann gebt mir einen Daumen hoch. Oder wenn ihr was gelernt habt oder wenn ihr diese Art von Videos mögt, dann auch gerne einen Kommentar dazu. Und wie gesagt, mit einem Däumchen könnt ihr mir das zeigen. Und ich verlinke euch jetzt hier unten nochmal meine letzten beiden Videos. Da könnt ihr mal draufklicken. Ne? Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Und abonniert mich, wenn ihr wollt. Tschüss!